Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern und herzlich willkommen bei Hereinspaziert. Tja, eigentlich hätten wir uns ja heute in Johannes Fischbach getroffen und hätten dann zusammen gesungen und gespielt. Aber der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tja, und deswegen senden Emma und ich euch heute ein Video. Komm Emma, Emma, was machst du? Was macht denn die Emma da? Sag mal Emma, wieso sitzt du denn hier im Haus mit dem Regenschirm? Weil es draußen so regnet. Ja Mensch, Emma, aber es regnet doch draußen. Naja gut, es passt ja, nicht? Dann lass uns doch trotzdem einfach jetzt mal unser Begrüßungslied singen. So, Emma. Guten Morgen, ihr Kinder, guten Morgen, ihr Mütter, guten Morgen in diesem Kreis. Guten Morgen, ihr Beine, guten Morgen, ihr Füße. Ich heiße Hampel und ich heiße Strampel. Ich bin das Füßchen Tu nicht gut und ich das Füßchen Übermut. Tu nicht gut und Übermut gehen auf die Reise. Sie warten durch die Sümpfe, nass werden Schuh und Strümpfe. Da kommt die Mama aus dem Haus und klopft das ganze Kindlein aus. Ach Emma, Mensch, aber weißt du was? Zu deinem Regenschirm da oben, da fällt mir ja gleich ein wunderschönes Regenlied ein und da kann man ganz toll mitmachen und mittoben. Seid ihr bereit? Emma, bist du bereit? Ja, die Emma ist bereit. Na dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Regentropfen hüpfen im Winde auf und nieder. Regentropfen hüpfen den lieben langen Tag. Regentropfen hüpfen und hüpfen immer wieder. Regentropfen haben den ganzen Tag viel Spaß. Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände. Wir klatschen in die Hände, klatsch, klatsch, klatsch. Wir stampfen auf den Boden, wir wollen heute richtig toben. Wir stampfen auf den Boden, stampf, stampf, stampf. Regentropfen schlenkern die Arme auf und nieder. Regentropfen schlenkern den lieben langen Tag. Regentropfen schlenkern und schlenkern immer wieder. Regentropfen haben den ganzen Tag viel Spaß. Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände. Wir klatschen in die Hände, klatsch, klatsch, klatsch. Wir stampfen auf den Boden, wir wollen heute richtig toben. Wir stampfen auf den Boden, stampf, stampf, stampf. Oh, jetzt kommt aber eine richtige anstrengende Sache. Mal schauen, ob ihr das schafft. Ich helfe der Emma mal ein bisschen. Regentropfen drehen ihre Beine wie ein Fahrrad. Regentropfen drehen den lieben langen Tag. Regentropfen drehen und drehen immer wieder. Regentropfen radeln wohl durch die ganze Stadt. Wir klatschen in die Hände, da zittern schon die Wände. Wir klatschen in die Hände, klatsch, klatsch, klatsch. Wir stampfen auf den Boden, wir wollen heute richtig toben. Wir stampfen auf den Boden, stampf, stampf, stampf. Ach, puh, immer dieses Fahrradfahren. Oh, das war aber ein kleines bisschen anstrengend. Findest du nicht auch? Nein, die Emma findet das nicht. Ha, du bist ja auch gehüpft wie ein kleiner Regentropfen, nicht wahr? Mhm. Und weißt du was? Wir gucken jetzt mal in den Koffer, ob denn da vielleicht eine kleine Regenbastelei drin ist. Aber ich glaube, du setzt dich erstmal hier hin, Emma. Schön unter deinen Regenschirm, damit du auch nicht nass wirst, nicht wahr? Mhm. Und ich gucke mal in den Koffer rein. Hau ruck, hau ruck. Oh, da sehe ich schon was. Da liegt nämlich, oh, da liegt eine Liste. Guck mal da, eine Bastelliste. Und da steht drauf, was wir heute brauchen. Wir brauchen heute für unsere Regenbastelei eine Küchenrolle. Wir brauchen Filzstifte oder Wasserfarbe. Wir brauchen eine Schere, Pinsel, Wasser, eine Unterlage, vielleicht ein Tablett, ein Blatt Papier und Kleber. Guck mal hier, so eine schöne Bastelliste. Und die zeige ich euch jetzt mal. Könnt ihr die in Ruhe studieren?
Und ich guck doch mal, ob ich das alles im Koffer finde. Aber zuerst, glaube ich, brauche ich mal einen Tisch. Heute nehme ich mal so einen Hauruck, damit ihr besser gucken könnt. Ha, ein wunderschöner Basteltisch. So, hier habe ich schon mal eine Schere, das ist gut. Und Küchenrolle, prima. Hier habe ich auch eine Unterlage, ein Tablett, einfach. So, und hier ist ein Pinsel im Koffer. Und Kleber habe ich auch schon. Ich glaube, heute funktioniert flüssiger Kleber ganz gut. Hier habe ich auch Wasserfarben. Hervorragend. Die stellen wir uns mal gleich hier vorne hin. Wunderbar. Pinsel oben drauf. Hier sind auch Filzstifte. Hervorragend. So, was brauchen wir noch? Wasser. Wasser habe ich hier in diesem kleinen Töpfchen. So, passt auf. Wir nehmen jetzt unsere Küchenrolle. So. Und die falten wir zu einem Dreieck. Bei meiner Küchenrolle geht das nicht so gut. Die ist nicht ganz quadratisch. Da ist mir jetzt hier noch eine Ecke. Und die schneide ich jetzt ab. Und dann habe ich ein schönes Dreieck. Passt auf. So, gucken, ob meine Schere das. Meine Schere kann das. So. Einmal dran lang schneiden. Und schon haben wir nur ein Dreieck. So, den Schnipsel brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist mir das aber noch ein bisschen groß. Ihr könnt das auch so groß lassen, wenn ihr das wollt. Aber ich habe nicht so ein großes Blatt. Ja. Deswegen falte ich mir das noch mal einmal kleiner und schneide es einfach hier oben noch mal durch. Und dann habe ich zwei Dreiecke. Kann man zweimal basteln. So. So, jetzt habe ich zwei. Die sind auch eigentlich jetzt noch mal so doppelt gemoppelt, aber das lasse ich mir so, denn das finde ich nachher für das Bild, was dann entsteht, noch schöner. So, dieses Dreieck, das soll ein Regenschirm werden, so ein, wie die Emma hier mitgebracht hat. Jetzt sieht ja ein Regenschirm nicht ganz so aus. Jetzt mache ich mir den einfach mal so frei Schnauze, wie ich so meine, wie der auszusehen hat. Ich schneide mir einfach mal die Ecken hier ein bisschen ab, so. Die runde ich mir hier so ein bisschen ab. Und hier unten, da schneide ich mir jetzt auch einfach mal solche Bögen rein. Das kann man so machen, wie man das gut findet. So. Schnups. Guck mal, jetzt sieht es doch schon fast aus wie ein Regenschirm. So, so, die Schnipsel tue ich hier beiseite. So, das andere lege ich mir mal weg. Ist ein bisschen voll hier, ne? Man kann ja gar nicht richtig gucken. Ich glaube, ich nehme das mal beiseite. So, jetzt machen wir Folgendes. Wenn ihr keine Wasserfarbe habt, sondern nur Filzstifte, dann würde ich ja mal ausprobieren, was passiert, wenn ihr mit dem Filzstift einfach einen Kringel oder einen Kreis auf eure Küchenrolle malt. Ich male jetzt mal hier zwei an die Seite. So. Und vielleicht mit einer anderen Farbe nochmal drumherum kringelt. So. Ich mache das mal hier so. Ich male mir jetzt mal einen Kreis und male mal ganz viele Kringel drumherum. Ich zeige euch das gleich. Gelb ist auch immer schön. So. Dann quasi auch gleich ein kleines Experiment. Also das sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt einfach diese zwei Kringel dahin gemalt und dann nehme ich meinen Pinsel, stifte mal beiseite und mein Wasser und jetzt mache ich die Küchenrolle nass, da wo ich gemalt habe. Dann könnt ihr mal staunen, was dann wohl passiert.
wenn ich jetzt sowieso gerade schon mal dabei bin, ihr dürft das also richtig schön nass machen, die Küchenrolle, mit dem Pinsel. So. Ich mache jetzt mal alles nass, denn man kann auch die Küchenrolle zuerst nass machen und dann mit dem Filzstift drauf malen. Andersrum geht das aber auch. Deswegen habe ich jetzt mal beides gemacht. Ich zeige euch mal, was jetzt hier passiert ist. Guckt mal hier, das ist schon wunderschön zerlaufen. Das passiert mit dem Filzstift also, wenn der nass wird. So, man kann das aber auch mit der Wasserfarbe machen. Wenn ihr dann euren Schirm ganz nass gemacht habt, könnt ihr mit der Wasserfarbe auch tupfen oder Kringel drauf malen. Ich finde ja dann immer so ein Kringel noch ganz schön, weil dann die Farben auch so schön ineinander laufen. Das gefällt mir immer sehr gut. Und das ist ja jetzt auch hier sowas, quasi nass im Nassmalerei. Wenn man das jetzt mal so fachmännisch ausdrückt. So, zeig euch das mal. Und das verläuft dann mit der Zeit. Ihr könnt auch einfach nochmal mit Wasser vielleicht nochmal drüber malen. So, jetzt seht ihr auf der einen Seite meine Wasserfarbe und auf der anderen Seite die Filzstifte. Und das verläuft ganz toll. So, und dann, da müssen wir ein bisschen warten. Da muss das nämlich erstmal trocknen, bevor wir weitermachen können. Ich muss gestehen, ich habe das ja schon mal vorbereitet. Und ich habe ein bisschen geföhnt, weil ich ja nicht so lange warten kann, das wisst ihr ja. Ich bin ja immer so ungeduldig beim Malen und Basteln. So, und ich habe mir zwei Bilder gemacht. Passt auf. Dieses hier, das habe ich mit dem Filzstift gemacht. Und als es trocken war, habe ich es aufgeklebt. Und der ist ja noch so ein bisschen vielschichtig. Das habe ich gelassen, weil ich das ganz schön fand. Dann sieht der so ein bisschen dreidimensional aus, der Regenschirm. Und ich habe unten noch einen Stiel dran gemalt und ein paar Regentropfen. Die könnt ihr natürlich auch aus der Küchenrolle noch machen und draufkleben. Das geht auch. Das kann man auch machen. Und hier habe ich jetzt noch den Schirm, den zeige ich euch auch noch. Den habe ich mit Wasserfarbe gemacht. Da sind die Farben natürlich ein bisschen größer verlaufen als mit dem Filzstift. Das geht ein bisschen unterschiedlich. Aber ihr könnt ja beides mal ausprobieren und dann habt ihr wunderschöne Regenschirme. Ne, Emma? Ja. Und da fällt mir auch gleich schon wieder, passend zum Regen, fällt mir schon wieder ein Regenlied ein. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen, nicht wahr, Emma? Da tun wir doch erstmal unsere Filzstifte wieder weg. Und den Kleber. So. Und unsere Regenbilder und die Schere, die brauchen wir auch nicht mehr. So, es kommt alles wieder schön in den Koffer rein. Nur das Wasser, das tue ich lieber nicht in den Koffer. Der mag nämlich nicht so gerne Regen. Der geht auch nicht gerne mit bei Regenwetter, der Koffer. Dann bleibt er lieber zu Hause. So, die Küchenrolle, die tue ich auch wieder da rein. Und den Tisch, den brauchen wir auch nicht mehr. Hau, ruck. Ah, so. Emma, jetzt haben wir wieder Platz. So, und ich habe ja auch noch hier hinten in meiner Ecke, schaut mal, was ich da habe. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich habe noch einen Regenmacher dabei. Guck mal. So doll regnet das hier. Gut, dass die Emma den Schirm dabei hat. Und gut, dass wir uns noch Schirme gebastelt haben. Nicht wahr? Da passt das ganz gut mit dem Regenmacher. Und den kann ich jetzt schön gebrauchen. Ne, Emma? Möchtest du mitsingen? Ah, die Emma will mitsingen. Komm, Emma. Du kannst das Regenlied gut mitsingen. Mache mal so. Emma, du darfst mal den Regenmacher halten. Die Emma, die darf mal mitmachen. Und das Lied heißt, ja, wie soll es auch heißen? Soll es regnet, heißt das Lied. Und dazu machen wir jetzt immer den Regenmacher an. Nicht wahr, Emma? Es regnet, die Erde wird nass. Und wenn's genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras. Jetzt brauche ich noch die andere Hand von der Emma, pass auf.
Tropf, Tropf, Pitschi Patsch, Pitschi Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi Patsch, Pitschi Patsch, Nass. Tropf, Tropf, Pitschi Patsch, Pitschi Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi Patsch, Pitschi Patsch, Nass. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Schnell hinaus und Pfützen springen. Patsch, patsch, patsch. Denn das macht viel Spaß. Achso, jetzt kann die Emma ja selber in die Pfützen springen beim Lied. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Wir öffnen unseren Regenschirm. Das können alle sehen. Aber die Emma kann nichts mehr sehen. Ha. Pitsch, Patsch, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Pitsch, Patsch, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn's genug geregnet hat, dann wird's auch wieder auf. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Regen. Tropf, Tropf, Pitschi, Patsch, Pitschi, Patsch, Nass. Oh, jetzt hat es doch tatsächlich aufgehört zu regnen. Emma, das war aber ein feines Platschlied. Und da kann man den Regenmacher zu nehmen oder eine Trommel oder die Füße. Ach, und dann kann man das schöne Geräusch, was der Regen so macht. Der Koffer kann das besonders gut. Kann man das nachmachen? Ja. Ach, Emma. Mensch, das war aber heute eine echte Regenstunde. Findest du nicht? Wer klopft denn da? Da klopft ja jemand im Koffer. Na sowas, da muss ich ja den Koffer gleich wieder aufmachen. Wer klopft denn hier? Ja, guck mal hier, Emma. Nanu, guck mal hier, unser Wecker. Unser Wecker, der hat einfach geklopft. Ja, sag mal, wieso klopfst du denn? Ach, ehrlich? Oh, der Wecker sagt gerade, jetzt ist vor lauter Regen und Regenschirm basteln und Tropfen, ist die Zeit schon wieder um. Na sowas, wie gut, dass du Bescheid gesagt hast. Wer weiß, wie viele Regenlieder wir noch gesungen hätten. Naja, dann ist es ja Zeit für unser Abschiedslied. Ach, dann geht der Wecker doch mal wieder hier rein. So, Emma. Ja, dann können wir ja schon Händedrücken singen. Also wirklich. Die Zeit vergeht im Regen. Huh? Na sowas. Hände drücken ist ne schöne Kunst. Hände drücken ist ne schöne Kunst. Ich drücke mit der rechten Hand. Ich drücke mit der linken Hand. Der linken Hand, ich drücke mit allen beiden. Hände klatschen, ist ne schöne Kunst. Hände klatschen, ist ne schöne Kunst. Ich klatsche mit der rechten Hand, ich klatsche mit der linken Hand, der rechten Hand, der linken Hand, ich klatsche mit allen beiden. Füße stampfen, ist ne schöne Kunst. Füße stampfen, ist ne schöne Kunst. Ich stampfe mit dem rechten Fuß, ich stampfe mit dem linken Fuß, dem rechten Fuß.
Hände drücken ist ne schöne Kunst. Hände drücken ist ne schöne Kunst. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, beim Wiedersehen wird's wieder schön. Auf Wiedersehen für heute. Ach, ihr Lieben, und jetzt wünschen Emma und ich euch noch einen schönen Regentag und hoffentlich sehen wir uns dann nach den Ferien wieder. Macht's gut! Tschüss!